Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Willkommen zum Teil 2 von Skinners Häuschen. Heute machen wir mal die Tour. Nach mehreren Folgen von den Simpsons, wo es sich mit um Skinners Häuschen gedreht hat, habe ich mir so langsam den Plan gemacht, wie ich das hier in Minecraft umsetzen möchte. Natürlich konnte ich nicht alles aus einer Folge nehmen, weil sie einfach immer kreuz und quer sich das gezeichnet hatten. Da muss man natürlich wie so ein kleines Puzzle sich alles zusammenlegen und das habe ich jetzt auch gemacht. Und da würde ich sagen, gucken wir uns das Häuschen mal an, gehen rein, aber vorher sind wir noch so nett und gucken noch hier in ihren Briefkasten rein, ob da was ist, aber scheint wohl nicht so. Wir schauen trotzdem jetzt einfach mal rein in seine gute Stube. Ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass wir kommen. Von daher könnte es ein bisschen mühlig drin sein, aber das stört uns ja nicht. Bei Skinner drin sind wir schon mal. Von daher gucken wir einfach mal, was uns jetzt hier erwartet, wenn wir reinkommen. Also, wir sehen hier einfach ein großes Wohnzimmer hier, was hier auf uns lauert. Oft in vielen Folgen sah man ja, dass Skinner, sag ich mal, so ein riesen Esszimmer hatte. Zum Beispiel, wenn man gleich reinkommt hier in so ein Esszimmer, wo eine große Tafel stand mit zwei Stühlen dran, wo Skinner oft seinen Gästen was vorgesetzt hat. Meistens war sein Gast Rektor Schalmers, der eigentlich komischerweise oft bei ihm war zum Essen. Ich weiß nicht genau, wie ihre Beziehung immer zueinander stand, aber irgendwie hat er ihn immer oft eingeladen und ihm was vorgesetzt. Es gab immer Burger oder auch mal einen leckeren Kuchen. Ja, das sah man alles hier so ein bisschen. So im Hintergrund sah man auch noch ein paar Bilderchen so hängen. Und ja, das habe ich versucht, die so ein bisschen immer darzustellen. Auf der Rückseite vom Wohnzimmer jetzt hier, das habe ich mir ein bisschen mit ausgedacht, weil man nicht immer genau sah, was sich da befindet. Dekomäßig kann man sich natürlich einige Kommoden oder Schränke sich hier natürlich ins Wohnzimmer reinstellen. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann machen wir hier noch eine Wand, einfach reißen wir mal ein. So, also statt nur mal eine Tür jetzt ins weitere Wohnzimmer, machen wir hier so einen Bogen ein bisschen. Und dann kommen wir hier halt ins größere Wohnzimmer rein mit auch einem schicken Kamin. Wir haben ja auf dem Dach einen Schornstein uns gebastelt. Und mit dem Lagerfeuer, was ja letzter Zeit dazu kam im Spiel, kann man damit jetzt auch tolle Kamine sich basteln. Und ja, ich dachte mir, für die Skinners passt das Ganze. Weiter hier hinten im Wohnzimmer dachte ich mir, aus einer Folge von Skinner gab es mal so einen Moment, wo Skinner, sag ich mal, mit seiner Mutter immer so ein Wochenprogramm hatte, dass er sich hier auf den Stuhl hinsetzt. Und seine Mutter hat dann immer Fotos von ihm geschossen und dann haben sie die Fotos ausgeschnitten und dann halt so eine Schattierung oder irgendwas an die Wand immer geheftet. War zwar immer dazu das gleiche Bild, aber das haben den beiden wohl nicht gestört und das haben sie sich dann immer an die Wand gehalten. Ja, habe ich mir so ein bisschen gedacht, stelle ich mir so hin, extra so einen Stuhl, extra dafür sie mal ein Foto machen und dann haben sie hier Skinners Porträts halt immer hier so an die Wand gehangen. Ja, ansonsten so ganz frech und eiskalt geht's vom Wohnzimmer in die Garage rein. Die sah man komischerweise nur aus Anfangsfolgen der Simpsons, wo Skinner, sag ich mal, fast für tot erglaubt wurde, weil Bart bei der Mafia war und er hat einen Auftrag gegeben, ihn, sag ich mal, ruhig zu stellen. Glücklicherweise ist er natürlich nicht umgebracht worden von der Mafia, aber er war in seiner Garage gefangen unter einen Haufen alter Zeitungen, die er da irgendwie gelagert hat, aus welchem Grund auch immer. Ja, das soll hier so ein bisschen mit den Eisenblöcken dargestellt werden, so riesen Zeitungshaufen. Man sah auch in der Folge, dass in seiner Garage ganz schön viele Mülltonnen standen, die natürlich bis oben hin vollgemüllt waren. Und ich weiß nicht, warum er so viel Müll in der Garage hatte, aber er hat es halt einfach gehabt. Und dann habe ich natürlich hier ein bisschen so die aufgeräumte Version nur gemacht, habe hier nur so zwei gemacht und dann auch noch hier so ein kleines Regal mit Sachen, die halt vielleicht man in der Garage hat, ne? Und ja, vielleicht noch ein paar Kleiderhaken oder sowas. Das sind natürlich jetzt hier in der Garage keine Kleiderhaken, könnten natürlich Werkzeughalter und sowas halt sein, was man sich hier an der Wand natürlich anbringt. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Garage, die man halt nur aus der Anfangszeit der Simpsons sah. Und im Nachhinein war das ein Ort, den sie eigentlich nie wieder betreten hat. Lag vielleicht doch dran, weil er halt ziemlich voll mit war. So, dann wollen wir mal die Führung weitermachen durch Skinners Häuschen. Ja, dann sind wir unten schon mal so gut wie fertig. Gehen wir noch ein bisschen höher hier. Und zwar benutzen wir erstmal die Treppe hier, um ins nächste Stockwerk zu kommen. Und da habe ich ein bisschen schon gegrübelt, wie ich mir das Ganze mache auf diesen engen Raum. Und nach einiger Zeit hatte ich dann doch die Idee gehabt, mir hier die Treppe denn so schmal zu machen. Weil eigentlich ist sie bei den Skinners eher so zwei oder drei Block
Breite könnte ich schon fast vermuten. Aber wenn man sich daran hält, an das Maß, dann würde man oben, sage ich mal, einfach zu eng haben. Also das wäre alles ja noch schmaler. Und daher dachte ich mir, Mensch, für die Treppe reicht eigentlich auch so also eine Dicke. Ne? Und daher einfach mal hier so hoch. Alles sich hier halt so ein bisschen platziert. Ne? Man kann ja auch immer ein bisschen tricksen, ne? Indem man sich so eine Absperrung, ne, für die Treppe oder so mit Glasscheiben und Eisengitter und sich belastet, ne, dann hast du hier halt auch ein gutes Geländer. Aber um sowas geht es ja heute nicht. Wir wollen hier trotzdem weiter gucken und zwar haben wir hier drei Räumlichkeiten. Zum einen ein sehr, sehr kleines Badezimmer für die. Ein Badezimmer müsste halt jedes Haus haben, von daher kam ich da nicht drum rum, ihn einzubasteln. Und von daher, was haben wir hier drin eigentlich alles, was man braucht? Zum einen eine Badewanne, ein Waschbecken und auch eine Toilette. Und bei der Toilette, ich wollte erst so eine übliche Porzellantoilette basteln aus Quarztreppen, aber daraus besteht ja schon unsere Badewanne. Und ich wollte das nicht so machen, dass es halt so aussieht, ob das halt eine riesengroße Toilette wäre mit Spülwasser hier drin, was ja an sich ja unser Badewasser ist. Und daher dachte ich mir, mache ich hier einfach mal einen Räucherofen hin. Der hat ja so ein Löchlein schon oben drin. Also dann kackt man theoretisch in so einen Räucherofen rein. Passt ja auch relativ schön so mit einem Löchlein. Und dann hat man hier, sag ich mal, so die Spülung. Und dann kannst du hier natürlich auch super spülen. Und das Badewasser bleibt davon befreit. Und dann kannst du hier auch noch gleich ein Bad nehmen. Dann sind wir hier mit dem Badezimmer dann uns erstmal so weit durch und können uns noch die anderen Räumlichkeiten angucken. Bleiben ja nur noch die Schlafzimmer so ein bisschen übrig von den beiden. Wir fangen jetzt erstmal bei Seymour an. Ist ja so ein bisschen sein Kinderzimmer, kann man ja sagen. Ne? Also ein Bettchen müsste er drin haben. Ich habe immer so aus den Folgen gesehen, dass er halt ein Bett hat, immer meist mit blauen Bettlaken. Dann habe ich ihn noch hier so einen kleinen Kleiderschrank reingebastelt in die Wand. Man muss ja immer ein bisschen Platz sparen. Kann man auch benutzen. Und da sehen wir schon gleich seine Sachen. Er hat einmal natürlich hier seinen Anzug drin und dann nochmal sein Pyjama. Weil irgendwie mehr hat er immer nie angehabt, außer sein türkisen Anzug und halt dann sein Pyjama in manchen Folgen. Ja, und dann, was haben wir hier noch so ein bisschen drin auf diesem engen Raum? Natürlich sein Schreibtisch, wo er seine Hausaufgaben macht für die Schule. Er muss ja vielleicht arbeiten, korrigieren oder was auch immer, was er da macht. Macht er halt zu Hause, ne? Das sind halt seine Hausaufgaben. Na gut, dann sind wir erstmal bei Seymour durch, auf sein Kinderzimmer. Und jetzt wollen wir noch gucken, wie seine Mutter so ein bisschen schläft. Die können wir natürlich nicht so gleich einquartieren wie Seymour. Die hat natürlich ein bisschen anderes Schlafzimmer. Auch noch ein Einerbett. Aber ich dachte mir, für eine ältere Dame machen wir auch noch so eine Grünpflanze in ihr Schlafzimmer rein. Ein Gemälde darf natürlich auch nicht fehlen. Und natürlich nicht so wie Seymour so einen kleinen Kleiderschrank hat. Das hat sie natürlich etwas größeren, weil wir können ja einer Frau keinen kleinen Kleiderschrank zumuten. Wir müssen ihr schon was Großes bieten. Ist vielleicht noch für einige noch zu klein, aber wir haben hier engen Raum. Von daher müssen wir uns hier ein bisschen von der Größe des Kleiderschranks begrenzen oder zurückhalten. Ja, aber man kriegt hier trotzdem viel rein. Und falls der Platz nicht reicht, dann kann man ja noch was ein bisschen bei Seymour unterbringen. Der hat da bestimmt nichts dagegen, wenn wir da noch ein bisschen was reinhauen. Er hat ja eh nur zwei Outfits, von daher passt das ja. Ja, dann sind wir hier eigentlich bei ihr auch fertig mit dem Schlafzimmer. Und dann können wir eigentlich uns wieder nach unten begeben. Und dann schauen wir mal, wie die Küche so aussieht, weil die fehlt ja noch so ein bisschen auf unserem Plan. Die befindet sich hier einfach hinterm Esszimmer. Gehen wir hier mal rein. Ist aus einer aktuellen Folge der Simpsons, da hatte Bart mit der Mutter von Seymour so einen kleinen Scherz sich ausgedacht, wo sie ihn unterjubeln wollen, dass er seine Mutter umgebracht hat, aber in Wahrheit ist das nicht so und naja, so ein ganz schönes Kuddelmuddel. Aber da kann man, sag ich mal, gut die Küche erkennen, wie sie so aufgebaut ist. Jetzt hier so umsetzbar 1:1 ist nicht so ganz möglich, aber wir können uns halt von der Optik halt inspirieren lassen oder gucken, wie es halt also am besten halt in Minecraft umsetzbar ist, das hier 1:1 darzustellen. Und ich finde, das geht noch so alles hier. Habe ich jetzt einfach mal abgezogen, das Eichenholz genutzt. Ich fand, das passt super für die ganzen Schränke, die sie in der Küche hatten. Natürlich, Kaffeemaschine darf nicht fehlen. Kühlschrank sollte man immer reinbasteln. Wir haben Waschbecken, kann in der Küche rein. Ein paar Öfen, ne, wir haben ja ein paar neue gekriegt. Kann man alles hier so ein bisschen einbauen. Ein Teppich hatten sie auch in der Küche liegen, kann man ja auch so ein bisschen machen. Denn noch so eine kleine Essecke hatten sie da. Man sah das zwar nicht immer zu, weil sie da auch schon in einigen Szenen so immer ein bisschen hin und her gebastelt haben mit den Zeichnen. Aber da muss man halt immer so gucken und so einen kleinen Kompromiss finden, ne? Wie man sich das Ganze halt hier so einrichtet. Naja, aber jedenfalls, das ist so ein bisschen hier die Küche von den zwei. Und von der Küche aus kam man dann auch in den Garten rein. Und da dachte ich mir so, so bei der Hintertür, dass hier so ein kleines Geländer runterführt, so ein paar Stufen, wo man denn in den Garten ist.
Von den zwei ist mir nicht bewusst, dass die irgendwie zwei Hobbygärtner wären. Von daher habe ich beim Garten mich ziemlich doll zurückgehalten. Ganz einfach gehalten, halt ein Bäumchen im Garten, ja, eine Wäscheleine. Ne? Ich denke mal, das ist ganz normal, dass man im Garten seine Wäsche aufhängt, wenn man halt einen Garten hat hinterm Haus. Und ja, ein bisschen Sträuche, ein paar Blümchen kann man sich hier wie immer ziehen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ein kleines Gartenhäuschen könnten sie auch noch haben, so einen kleinen Holzschuppen, ne? Wo ich mir dachte, so draußen einfach mal so ein Lagerfeuer, was natürlich aus ist, ne? Sind noch so ein bisschen platziert, ein paar Komposthaufen hinten oder man kann sie auch Mülltonnen daneben platzieren, wo sie vielleicht auch draußen noch was hinbringen, ne? Falls die Garage zu voll sein sollte. Und in unseren kleinen Holzschuppen können wir natürlich auch noch einen kleinen Blick reinwerfen. Das kann man sich da so ein bisschen bungern. Ich habe hier ein paar Fässer, Blumentöpfe und vielleicht ein bisschen Gartenwerkzeug. Kann man sich ja hier so ein bisschen bungern, ne, falls man ja was im Garten machen möchte. Aber ich glaube, bei den zwei, das war da nicht so. Aber ich glaube, die waren nicht so auf Gartenarbeiten fixiert. Da hat sich das wohl so relativ klein gehalten. Ja, und das ist halt Skinners Häuschen, so wie es ist. Ich habe noch ein paar Änderungen am Haus gemacht. Aber keine großen, kleine nur, da braucht ihr jetzt euch keine Sorgen machen. Und die wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Auf der Vorderseite fangen wir nochmal an, einen kleinen Blick aufs Haus zu werfen. Ich habe natürlich hier noch ein paar Büsche und sowas überall an den Seiten halt hier auf der Vorderseite mir noch platziert. Natürlich der Baum, den sah man zwar schon aus der Folge, wo wir den, also das Häuschen gebastelt haben, aber der Baum, der steht da wirklich vor dem Haus. Also das kann man sich so ein bisschen basteln, wie groß der Baum ist und so. Das ist eine Spielerei für sich, wie man sich das gerne basteln möchte. Aber da sollte schon was stehen. Naja, ansonsten hier auf der Seite jetzt vom Häuschen habe ich außer Büsche mir hier so ein bisschen nichts weiteres platziert. Auf der Rückseite sieht es schon ein bisschen anders aus. Wir haben natürlich jetzt hier halt den Hinterausgang mir ein bisschen gemacht. Offiziell von dem Häuschen ist hinten nicht so eine richtige Ansicht zu sehen. Es gab mal eine Folge, ist auch ein bisschen aus dem aktuellen. Da sah man einen kurzen Moment, wie es hinten aussieht, aber gibt ja immer ein Aber dabei. Wenn man sich danach komplett richten würde, könnte man innen drin das sich nicht so einrichten. Da müsste man nochmal komplett umplanen und vielleicht wird es dann noch enger innen drin, weil man ja mit Tapeten und sowas arbeiten müsste. Aber naja, da muss man immer Kompromisse finden. Ansonsten, wie gesagt, halt der Hinterausgang ist dazugekommen. Wir hatten oben ein 3x3 großes Fenster uns gebastelt. Das habe ich mir etwas kleiner gemacht. Das ist jetzt ein 2x3 großes Fenster. Und auf der unteren Ebene habe ich mir noch ein 3x3 Fenster einfach mal hingebastelt für Wohnzimmer und dann natürlich noch so ein kleines Fenster für die Garage. Ich dachte mir so auf der Seite, ich möchte das nicht komplett blank lassen, da möchte ich noch so ein kleines Fenster mir reinbasteln. Ja, aber ansonsten noch hier auf der linken Seite von unserem Häuschen habe ich übersehen, dass wir oben nochmal so ein kleines Fenster haben. Das ist dann jetzt natürlich, nachdem man es gebaut hat, so Geschmackssache, ob man es sich noch gerne einbauen möchte. Aber offiziell wäre oben noch so ein kleines Fenster. Ist jetzt bei mir sowieso nur ein Dekorationsfenster. Da habe ich jetzt natürlich jetzt keinen Dachboden oder sowas gemacht. Das wäre einfach zu eng geworden. Aber an sich wäre da noch ein Fenster. Kann man sich natürlich noch basteln. Ja, und das ist dann das Häuschen von Skinner. Damit sind wir jetzt durch und dann heißt es, wie immer, was bauen wir als nächstes? Aber wir haben schon welche geschrieben oder einer hat mir schon geschrieben, was er sich gerne wünschen würde, was man jetzt hier noch bauen könnte. Und zwar war der Wunsch, dass wir von Dr. Frank das Haus bauen. Das hatten wir ja schon mal vor langer, langer Zeit gebaut. Aber es gibt ja auch aktuellere Versionen vom Haus. Es gibt ja auch so ein Labor von ihm. Da muss man mal gucken, was man da so ein bisschen bastelt. Aber ich werde mich danach richten, in der Reihenfolge jetzt mich darauf zu beziehen. Und dann hat er sich noch gewünscht, das Haus der Katzenlady. Kann man auch gerne bauen. Hatten wir auch damals gebaut. Aber die Videos, die sind halt, ne, die müssen wir alle mal überarbeiten. Von daher weiß ich schon, was da als nächstes kommt. So Dr. Frank-mäßig oder Katzenlady. Mal gucken. Ne, bei ich muss immer gucken. Ne, ich muss mir erstmal die Folgen angucken und dann entscheide ich dann, wie ich es mache. Naja, aber jedenfalls der Plan ist für mich schon mal da. Und ich bin, wie gesagt, hiermit jetzt zufrieden. Ein schönes Erweiterung hier wieder in unserem Viertel. Und ja, bleibt am Ende für mich nur eins. Und zwar sich vorne hinstellen. Safety. Ich finde irgendwie so die Schrägansicht aufs Haus, das fetzt am besten. Von daher stelle ich mich hier Safety hin. Und wenn ich safe stehe, dann sage ich nur eins zu euch, und zwar ganz einfach, tschüss. Danke, meine Herren, aber ich führe hier ein schönes, ruhiges Leben, und so soll es auch bleiben. Deine Freunde starren meine Unterwäsche an. Wasch sie doch mal. Mit ihrem Anteil am Gewinn könnte sie sich eine eigene Wohnung leisten. Und am Kühlschrank würden meine Magneten hängen. Bin dabei.